Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Flo und im heutigen Video versuchen wir Weste zu kaufen, also einen Live-Korb, und anschließend gibt es auch ein Review, sobald die Sachen bei mir angekommen sind. Meine Schwester hat mich gebeten, die Sachen für sie zu bestellen, und das versuchen wir jetzt. Wir sind schon auf der Weste-Seite. Der Drop ist in 2 Minuten und jetzt sind glatt 2 Minuten. Und ja, es ist das erste Mal, dass ich das versuche zu kaufen hier. Also ich habe noch nie bei Vested bestellt. Ich denke aber, es wird relativ einfach, weil ich habe mir da vor dem Video einfach ein paar Videos angeguckt, wie die Leute das gekauft haben. Und das sah eigentlich ganz einfach aus. Insofern bin ich zuversichtlich. Meine Schwester wünscht, dass ich ein Half-Zip in Hellblau kaufe und ein braunes T-Shirt. Beides in der Größe M. Ich denke, das sollten wir hinkriegen, und dann würde ich sagen, wir warten, bis es losgeht. Jetzt sind es noch 1 Minute, und dann geht's los. Ich glaube, das wird echt einfach. So, jetzt soll es soweit sein. Ja, und wir sind drinnen. Accept all. Hellblauer Haarsip. Zack. M. Add to cart. Continue shopping. Und das braune T-Shirt in M. M, Add to Cart. Bei 2x M. Continue, nee, Checkout. You're in line to checkout. Ich glaube, jetzt müssten wir es haben. Your order is being processed. Ja, irgendwie dennoch ein bisschen nervös, weil meine Schwester wäre schon salty. Okay, ich hab's. Also, thank you. Ja, insofern, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, sobald die Sachen bei mir angekommen sind. Dann packe ich die aus und anschließend schicke ich die dann an meine Schwester. Ja, bis dann. Ja, das Paket ist angekommen. Das ging super schnell. Ging nur, glaube ich, 2 Tage. Also, der Versand war top. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf. Ich habe schon das Messer griffbereit. Päckchen ist ziemlich klein. Ich weiß nicht, ob alles drinnen ist. Einfach jetzt die Adresse nicht leaken. Ja, da sind sie schon. Wir hätten 2. Es kommt erstmal so eine Karte mit dazu. Thank you for your shopping at Vested. We hope you enjoy your purchase. Gutes Englisch auf jeden Fall. Nicht, also mein Englisch natürlich. Nee, auf jeden Fall sehr nett, finde ich. Vielen Dank. Also, wie gesagt, ich habe es selber bezahlt, aber nee, finde ich eigentlich cool. Ist noch 2 Sticker. Ich habe sie für meine Schwester bestellt. Ich denke, einen darf ich mir schon stibitzen mitnehmen. Ja, sie haben so einen Holo-Effekt. Ich glaube, die waren schon mal bei den älteren Drops dabei. Meine ich, es ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ich Vested gekauft habe. Dann haben wir hier das erste T-Shirt. Kommt in einer M, das ist schon mal wichtig. Das hier drüben ist auch in einer M. Top. Ja, ich würde einfach sagen, wir machen mal auf. Ich glaube, meine Schwester nimmt es mir nicht krumm. Hat so ein, wie so ein Frischhaltebeutel hier oben. Da steht hier nochmal Weste drauf. Unbezahlte Werbung natürlich an der Stelle. Kommt hier oben mit so einem Tag, und hier oben auch. Dazwischen ist so ein Papier. Ich glaube, das könnte meiner Schwester auf jeden Fall passen. Das sieht eigentlich ziemlich ganz gut aus mit der Größe. Der Schnitt sieht auch lässig aus. Ich könnte es sogar mal drüber werfen. Ja, ich glaube, ich werfe es mal gleich noch kurz, also die selber an, obwohl es nur eine M ist. Ich trage ja XL. Das Vested-Logo ist drauf geprintet. Der Kragen sieht relativ enger aus, was ich sehr cool finde. Ja, Details blende ich euch hier ein. Ich filme mich danach nochmal separat ab. Ansonsten, so sieht's aus. Hinten ist clean, also hinten ist nichts drauf, was mir auch sehr gut gefällt. Das ist ja immer die größte Gefahr, dass hinten der Backprint, dass Leute einen schlechten Backprint drauf machen. Ja, das ist ganz cool mit dem Ding hier. Und hier an der Seite habe ich gerade noch gesehen, hier nochmal so klein Basset. Nicht schlecht, finde ich gut. Ich glaube, für das T-Shirt habe ich jetzt, muss ich nochmal nachschauen, ich glaube 50 Euro gezahlt und für den Hoodie 80, also 120 war es insgesamt, oder ja, ich denke es.
So muss es ungefähr gewesen sein. Ja, geht fit. Finde ich eigentlich in Ordnung, der Preis. Also das T-Shirt sieht ja echt cool aus. Ich ziehe es vielleicht kurz nachher noch drüber, aber es ist halt eine M. Mal schauen. Und danach oder als nächstes noch den Zip-Hoodie. Auch hier in so einem Kultur-Frischhaltebeutel. Die Quali sieht gut aus. Die Quali fühlt sich echt nice an. Da bin ich jetzt echt positiv überrascht. Also vom Stoff. Es fühlt sich so, ja, fühlt sich einfach gut an. Ja, also das erste Mal, dass ich irgendwas unboxe, also nicht krumm nehmen, falls das komisch rüberkommt. Ja, hat auch einen ähnlichen Schnitt, auch relativ boxy, würde ich sagen, vom Fitting. Unten mit Gummizug, finde ich auch ganz cool. Dann ist der, ja, unten halt enger anliegend. Das Vested-Logo hier ist embroidered, oder embroidered, ich weiß nicht, eingestickt halt. Sieht clean aus, sieht wirklich gut aus. Der Reißverschluss. Ja, geht auch fit. Hier drin ist es so fließmäßig, also wie man sich es vorstellt, ist es ja auch vom Stoff relativ dick. Ich dachte, es wäre dünner, aber das macht auch einen guten Eindruck. Hier ist das gleiche Spiel. Und ansonsten, ich schätze auch, dass hier an der Seite dieses Ding sein wird, auch, ja, auch in der Farbe. Zur Farbe an sich. Gefällt mir auch gut, ist relativ schlicht, so also zum Kontrast mal so. Geht klar, finde ich stabile Sache. 80 Euro ist jetzt nicht das günstigste, aber ich finde, es ist in Ordnung für so einen Zip-Hoodie. Also ich habe so einen ähnlichen von Supreme, glaube ich, noch. Also für 80 Euro kann man da echt nichts sagen. Also sieht cool aus. Wer weiß, eines Tages schickt mir vielleicht Wested auch mal was zu. Mal sehen, ich habe mir selber nichts gekauft. Aber ich glaube, meine Schwester wird sich auf jeden Fall freuen. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Kann noch was zum Karton sagen? Nee. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und lasst mir gern ein Abo und ein Like da. Das motiviert mich brutal, wenn ich einen Kommentar bekomme. Bisher nur positives Feedback. Dafür wollte ich mich nochmal an der Stelle bedanken. Also ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich auf YouTube gehe und dann da mir irgendwelche Unbekannten Kommentare und ein Abo dalassen. Insofern nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.